Fantastic. Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Boom Beach. Und ich habe mein Rathaus oder mein Hauptquartier abgegradet. Und meine Schützen sind auch nochmal einmal in der Mache. Das heißt, wir können bald vielleicht noch ein bisschen besser angreifen. Ich werde jetzt mal hier die Sachen einsammeln. Und ich muss mich mal eben für die Tonqualität von gestern entschuldigen. Irgendwas muss da bei der Rauschentfernung falsch gelaufen sein. Habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt, als ich die Datei gespeichert habe. Weil vorher war es noch normal. Und dann in dem Moment, wo ich die Rauschentfernung drüber laufen lassen habe, habe ich auch direkt exportiert und Outer City geschlossen, sodass ich dann nicht mehr gucken konnte, was da passiert ist. Beziehungsweise ich weiß auch jetzt nicht genau, woran es lag, dass das dann Sprache so dumpf gemacht hat. Vielleicht habe ich außersehen einen Tick Sprache mitmarkiert bei der Rauschentfernung. Das kann eventuell sein, kann ich aber nicht ganz genau beschwören, ob das das Problem war oder nicht. Aber müssen wir jetzt halt mal so hinnehmen. Ich habe jedenfalls mein Hauptquartier abgegradet, damit ich was ich gestern übersehen habe in der Folge, dass der Typ, der mich da angegriffen hat, diese Rauchbomben hatte. Die habe ich ja schon mal selbst auch schon mal angesprochen in der Folge, aber irgendwie habe ich da nicht dran gedacht oder nicht. Warte mal, ich wollte erst mal gucken, ob der die wirklich hatte. So, das war ja gestern, ne? So, müssen wir uns das nochmal kurz angucken. Vielleicht lassen wir es mal in normaler Geschwindigkeit laufen, damit wir sehen. Ja, irgendwas ist mit BlueStacks auch ein bisschen im Argen. Der hakelt manchmal so ein bisschen rum. Ich weiß nicht genau, warum. So, was hat er gemacht? So. Da die Fackel drauf. Ah, da genau. Da hat er die Rauchbombe hingeschmissen. Okay. Und da drumherum auch. Aufs Hauptquartier quasi. Das heißt, die können... Naja, aber ich dachte, in der Rauchbombe können die Krieger doch selber auch nichts machen, dachte ich. Ah, sie machen auch gerade nichts. Zack, jetzt die weg und jetzt greifen sie an. Okay, und jetzt hat er nämlich... jetzt hat er betäubt. Okay, das macht Sinn. So, jetzt beenden wir das mal hier. Die Wiederholungen haken irgendwie bei BlueStacks. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Müssen wir mal gucken. Ich muss das mal... Ich glaub, am Internet kann es eigentlich schon wieder nicht liegen. Ich weiß nicht, BlueStacks hat momentan echt eine kleine Macke, muss ich sagen. Suchen wir mal hier einen neuen Gegner. Er zeigt mir aber 30 Frames an. Ich verstehe es gerade nicht genau. Also, er zeigt mir an, aber BlueStacks hakelt trotzdem so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, naja, vielleicht einfach mal ein kleiner Fehler im Programm oder was, ich weiß es nicht. Ist ja nicht ganz so dramatisch eigentlich, wenn wir mal gucken können. Na, den Gegner kriegen wir trotzdem nicht. Harry? Ich muss auch schauen, das ist eigentlich doof, wenn es heute hakelt, weil ich muss nämlich heute 4 Folgen aufnehmen. Es ist gerade quasi Donnerstag, aber ich kann zwischen Freitag und Sonntag nichts aufnehmen. Das heißt, ich müsste eigentlich heute mal so die ein oder andere Folge hinkriegen. Jetzt läuft's auch wieder. Beim Laden hakt's immer nur ein bisschen. Das heißt, es liegt doch nicht am Blue. Ja, ich weiß nicht. Muss an der Internetverbindung liegen. Eigentlich, aber es kann normalerweise nicht sein, weil alles andere läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Ich entschuldige mich dafür. Ich hoffe, dass es auch bald wieder weg ist. Aber ich kann's halt gerade nicht ändern. Es ist halt alles noch ein bisschen. Es ist ja immer noch eine Beta-Phase bei BlueStacks. Muss man halt auch sehen, ne? Das ist halt alles immer noch Testphase. Und da sind da halt schon mal ein paar kleine Macken noch drin. Kann auch sein, dass er gerade im Hintergrund wieder irgendwelche Spiele noch runterlädt. Das ist ja auch immer möglich, da der ja sich quasi dadurch finanziert, dass man entweder irgendwelche Werbung anklickt oder der halt ab und zu mal spielt. Oder ne, beziehungsweise man kann da auch spenden, glaube ich. Oder der lädt halt ab und zu schon mal Spiele runter. Aber irgendwie habe ich diese Schaltfläche zum Spenden noch nie gehabt. Das heißt... Ich hatte nie, also ich wurde nie gefragt, ob ich was spenden würde, weil die 3 Euro wäre es mir nämlich wert, dass ich nicht ständig irgendwelche Spiele runtergeladen kriege. Allerdings konnte ich es halt noch nicht einstellen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Hier ist nur ein Flammenwerfer und ein Raketenwerfer, die würden wir noch wegkriegen. Und dann könnten wir von hier oben angreifen. Das machen. Probieren wir jetzt einfach mal aus, so. Ja, immer wenn die weißen Wolken kommen, dann zeigt er mir auch nur 10 Frames an. Also irgendwas muss bei dieser Wolkengrafik ein bisschen rumspacken. Keine Ahnung. Der Rest läuft ja. Hm. Jetzt zeigt er 30. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber naja. Na gut, sieht aber nicht so aus, als wären es 30. Ne? Ich hoffe, dass das hinter in der Aufnahme gescheit aussieht. Hallo, zoom nochmal. So. Zack. Ah, so. Schützen mal absetzen. Das hat auch funktioniert. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt warten wir erstmal, bis sie da sind. So, und
Jetzt, ach, hier ist übrigens der zweite Flammenwerfer, aber der braucht uns mal nicht interessieren. Komm, jetzt rennt er hoch. Na, jetzt bitte nicht jetzt aufhängen. Nee, das geht alles. Ich verstehe es nicht. Naja, ist nicht ganz so tragisch. Wir können eigentlich ganz gut damit leben, wenn es nur so ein bisschen hakelt. Wenn es lädt, ist ja egal. Den restlichen Kram hier brauche ich ja nicht unbedingt interessieren. Muss ich die mal heilen? Ne. Ne, es hakelt auch trotzdem jetzt beim Angriff irgendwie komplett, ne? Ich weiß es nicht, was da los ist schon wieder. Hier machen wir jetzt mal eine Betäubung. Ich hoffe, ich kriege den Angriff jetzt trotzdem durch, obwohl es hakelt. Und dann hoffe ich, dass ich die Folge noch halbwegs erträglich anzuschauen ist. Ich muss mich definitiv entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf einmal hakelt Blue Stack schwer rum. Ich dachte eben, es würde laufen, aber es lag vielleicht am Angriff oder vielleicht doch am Internet. Ich muss auf jeden Fall mal gleich den Laptop neu starten. Vielleicht kann ich dann nochmal was beeinflussen. Aber gut, wir müssen jetzt mal gucken. Alter, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich mache auf jeden Fall hier gleich nach diesem Kampf erstmal einen Cut und gucke dann. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Laptop sich noch auflädt oder was. Ich weiß es nicht. Dass er nicht die volle Energie zur Verfügung hat. Ja, jetzt hat er uns gerade auch rausgeschmissen. Also liegt es eventuell doch an der Internetverbindung. Das kann aber eigentlich schon wieder nicht sein, dass das schon wieder bei Unity Media irgendwas im Argen liegt. Muss ich gleich direkt mal wieder einen Speedtest machen. Weil bis vor kurzem lief es eigentlich so. Wie ist denn jetzt wohl der Kampf verlaufen? Unsere Truppen sind weg, aber ich glaube, wir haben Zeug dazu bekommen. Und wir haben auch zwei Siegespunkte mehr. Wir hatten eben 203, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja, machen wir auf jeden Fall mal neue Truppen. Hier läuft es jetzt alles. Ich weiß nicht, was da los ist. Arsenal. Ich will als nächstes auch das Arsenal dann mal verbessern. Können das U-Boot könnten wir mal machen. Oder was können wir noch verbessern? Ich mach mal ein bisschen Verteidigung hoch. Ich mach mal hier den Raketenwerfer. Den Flammenwerfer. Der kann ja auch nicht schaden. Und dann muss ich halt gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir können auch noch ein paar neue Sachen bauen. Ach, jetzt habe ich gerade den Flammenwerfer abgegeben. Kann ich den nochmal abbrechen? Kriege ich dann den Kram wieder? Wir kosten nur zu 50% zurück. Nee, dann machen wir das erst nicht. Ich kann noch ein Eisenlager bauen. Und Verteidigungsanlage. Ich kann zweiten. Nee, ich kann. Habe ich schon Raketenwerfer eigentlich? Nee, ne? Nee, ich kann dann Raketenwerfer endlich bauen. Und dann ein Maschinengewehr auch noch. Ja gut, das ist ja mehr oder weniger Pillepalle, aber den Raketenwerfer, da brauchen wir eh noch ein paar Ressourcen dann für. Und 5 Stunden dauert der, das ist auch schon ein bisschen Zeit. Den werde ich dann aber auf jeden Fall nachher noch eben bauen. Und mir die Ressourcen bis dahin auch ergaunern. Und dann muss ich mal schauen, dass ich das hier wieder in den Griff kriege, dass das wieder lädt alles. Ich könnte jetzt noch einen Angriff machen. Oder wir gucken uns nochmal kurz an, ob der Gegner jetzt auch weg ist. Ja, der war weg, ne? So. Ressourcenbasis vom Big Dog. Die erkunden wir nochmal eben. Ja, das ist bei den Wolken. Bei den Wolken bricht es ein auf 20 Frames. Ansonsten habe ich immer 30. So, jetzt habe ich wieder 30. Aber das ist die mit den... Ja, guck, jetzt läuft's auch flüssig. Sag mir doch mal einer, woran das jetzt bitte liegt hier. Aber die kriegen wir so nicht. Da brauchen wir Panzer oder sowas für. Soll ich mal Panzer bauen? Komm, wir brechen das mal ab und bauen Panzer für die. Wenn es jetzt doch läuft. Na, jetzt bin ich wieder bei 13. Also wenn ich in den weißen Wolken bin, gibt es 10 Frames und ansonsten 30. Das muss also am Spiel liegen. Doch nicht am Internet, ich weiß es nicht. Ich will aber auch keine wilden Theorien jetzt aufstellen, aber ich mache jetzt auch keine Panzer, weil das wäre Blödsinn. Jetzt ist gerade nämlich alles voll mit Schützen. Sag mir doch mal, woran das liegt. Ernsthaft. Mysteriös auf jeden Fall. Wenn irgendwer eine Idee hat, woran das liegen könnte, dass es immer beim Laden in diesen weißen Wolken rumspackt und jetzt gerade auch hier im Heimatdorf, aber wenn ich zum Beispiel einen Gegner erkunde, dass es dann geht. Wenn ich jetzt hier auf Erkunden gehe mal beispielsweise, dann habe ich 30 Frames wieder. Es muss irgendeinen Grund haben, der im Spiel liegt. Soll ich einfach mal hier angreifen aus Jux und Dollerei? Ich mach mal ganz kurz die Truppen fertig. Das müsste ja gehen. Und wenn ich dann angreife, das müsste ja dann theoretisch auch funktionieren. Dann haben wir wenigstens hier noch eine vernünftige Folge noch. Ich hoffe, dass das dann wenigstens klappt. Und wenn ich wieder rausfliegen. So, wenn ich das jetzt mal eben hier beende. 5 Diamanten, die haben wir natürlich.
So, jetzt nochmal ganz kurz die Katze entfernen. Oder die Katze hat das Internetkabel angefressen. Das könnte natürlich auch sein. Boah, wen habe ich denn jetzt gerade erkundet? Sag mir das doch mal. Hier unten irgendwo, ne? Alter, das habe ich mir natürlich jetzt nicht gemerkt. Komm schon. Aber das war auch. Nee, das war ja gar kein normaler. Das war ja hier so ein Köterdorf. Hier dritte Kraft oder so. Mal kurz gucken, ob wir den nochmal kurz wiederfinden. Jetzt auf die Schnelle, da ist er. So. Entschuldigung. Ich muss da einmal ganz kurz husteln. Und ich greife dann jetzt mal an. Und gucke, wie da die Frames sich so verhalten. Jetzt gehen sie wieder auf 10 und jetzt wieder auf 30. Also, das ist doch mysteriös auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall können wir hier mal so zwei Bombardements reinsetzen schon mal. Bum, 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 bum. Dann ist der Haufen schon mal mehr oder weniger kaputt. Und ich könnte theoretisch jetzt einfach mal los rennen. Mich hierhin versammeln. Alter, Katze. Wenn die einmal rausgefunden haben, auf welchem Schrank die Futterdosen stehen, ne? Komm, die machen wir mal noch kaputt. Komm, schieß jetzt. Schießen, 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 Leute. Und hier betäuben. Und hier heilen. Wenn die Boomkanone nämlich weg ist, können wir uns fast hier unten versammeln. Und uns nochmal heilen und uns dann aufs Hauptquartier konzentrieren. Jetzt gehen die Frames auch wieder deutlich runter. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ah ja, genau. Rennt erstmal in die Minen, ihr Pappköppe. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass ich das... Alter. Dass ich das behoben kriege. Weil sonst ist das nämlich ein bisschen scheiße. So, jetzt läuft's wieder mit 30. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 28 Verluste. Naja, immerhin haben wir das Dorf befreit. Ist ja auch egal. So, ich mache jetzt Feierabend und hoffe, dass ich das irgendwie das Problem gelöst kriege. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich entschuldige mich nochmals für die Probleme. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.